Hey Leute, was geht? Hier ist wieder euer Guru und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Pokalrunde und zwar in die Achtelfinale und wir beginnen direkt mit dem ersten Spiel Köln gegen HSV. Köln muss man sagen, natürlich eine ziemlich starke Mannschaft zu Hause und natürlich auch qualitativ deutlich besser als HSV, da die einfach ein Liga über HSV spielen. HSV ist zwar für eine Überraschung zwar gut und auch Anwärter für den Bundesliga-Aufstieg, dennoch auswärts eher so lala. Die haben gerade 50% ihrer Spiele haben sie Remis geholt auswärts. Und die letzten drei Spiele zwischen den beiden Mannschaften waren noch unter drei Tore. Ich glaube nicht, dass hier tatsächlich eine interessante Wette zu holen gibt. Eventuell, dass man live einsteigt. Ich glaube, Köln liegt bei 1,7er. Und wenn man sieht, dass sie dann gut spielen, kann man immer noch live einsteigen, aber keine wirkliche Pre-Wette. Und mein Ergebnistipp wäre hier tatsächlich Sieg Köln mit 2-0. Als nächstes haben wir 1860 gegen KSC. 1860 hat zu Hause 50% ihrer Spiele in der Liga gewonnen. Das ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Und KSC ist auswärts eher so lala. Denke, das wird eine intensive erste Halbzeit werden. Beide Mannschaften werden versuchen, auf Sieg zu spielen. Und wir nehmen hier die Wette over 1,25 zur Halbzeit mit. Gibt eine gute 2,1er Quote. Und mein Ergebnistipp hier wäre eine 2-2, wo dann am Ende eventuell in München da einfach sich durchsetzt und eine Runde weiterkommt. Also die Sensation weiter fortführt, nachdem sie die Zweitligisten Schalke rausgekickt haben. Werden sie dann wahrscheinlich auch KSC kicken, aber das wird schon deutlich intensiver werden, das Ganze. Dann haben wir Pauli gegen BVB. Naja, BVB hat noch nie gegen Pauli verloren in der Geschichte der Fußball hier seit DFB und Bundesliga. Und ich glaube auch, dass BVB einfach deutlich viel mehr, deutlich Qualitäten hat. Besser und auch besser spielt als Pauli, auch wenn die auswärts eher so ihre Probleme haben, glaube ich nicht, dass es hier ein Problem sein wird, gegen Pauli zu gewinnen, auch wenn die zu Hause wirklich brutal stark sind. Glaube ich schon, dass die hier einen Sieg holen und ich finde die 1,5er-Quote auf BVB-Sieg gar nicht mal so schlecht. Obwohl, wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass Pauli zu Hause wirklich eine brutal starke Mannschaft ist und gerade eigentlich in der Bundesliga 2 auf Platz 1 steht. Für mich hier, wir nehmen die als Kombi mit, die Wette. Da kommt noch eine andere Wette, wo wir es als Kombi mit reinpacken. Und als Ergebnistipp würde ich hier tatsächlich 3 zu 1 für BVB tippen. Dann haben wir die Rückrunde zur Bundesliga Bochum gegen Mainz mal wieder. Da muss ich sagen, Mainz hat zwar gut reingefunden in das Bundesligaspiel jetzt am Wochenende. Und dann hat Bochum die bessere Chancen gehabt, hat auch einen Elfmeter verschossen, die sind einfach besser reinkommen und dann hat Mainz aber den Ruder wieder rumgerissen und haben dann verdient auch gewonnen, muss ich sagen. Aber Thomas Reis ist ein Trainer, der auch schnell lernt und schnell umstellen kann. Man sagt einfach nur, wo die gegen 7-0 gegen Bayern verloren haben, danach haben die wirklich auch defensiv was gepackt. Und ich denke, diesmal wird es nicht so, dass Mainz hier ganz locker mit 1 ganz locker in Anführungsstrichen ganz locker gewinnt, sondern ich würde diesmal tatsächlich Bochum Asien Handicap 0-0 mitgehen, da die zu Hause einfach eine bessere Spielweise haben, einfach besser spielen und einfach konzentrierter und dominanter sind. Gibt eine gute 2,37er Quote und wenn Remis wird, dann kriegen wir unser Geld zurück. Und als Ergebnistipp sehe ich eine ganz knappe 1-0 für Bochum zu Hause als Revanche. Dann haben wir Hannover gegen Gladbach. Und hier muss ich ganz klar sagen, Gladbach, auch wenn die jetzt zurzeit nicht so gut spielen, haben die letzten vier Spiele gegen Hannover immer gewonnen und Hannover performt auch gerade in der Liga nicht wirklich so gut, dass man sagen kann, okay, man kann da auch irgendwie auf eine Außenseiterwette gehen. Die haben zwar nur auswärts zwei Siege geholt, Gladbach, aber ich glaube auch, der Qualitätsunterschied wird dann hier deutlich werden. Und diese Wette kombinieren wir mit Sieg BVB, also Sieg Gladbach, Sieg BVB gibt, glaube ich, irgendwas bei einer 2,3er Quote, seht ihr dann am Ende in den Aufstellungen. Und als Ergebnistipp würde ich hier 3-0 für Gladbach tatsächlich wetten, da die einfach auch, wenn sie offensiv starten, dann starten sie auch durch. Dann haben wir Leipzig gegen Rostock und naja, Rostock seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen. Die sind gerade so ein bisschen in der Krise. Leipzig dagegen hat jetzt ein bisschen Fuß gefangen und die kommen jetzt ein bisschen wieder klar. Und Domenico Tedesco möchte jetzt einfach auch mal gegen so schwache Mannschaften auch mal Zahlen, Leistung und Tore zeigen. Ganz wichtig, dass das Vorstand von Leipzig auch mal sieht, okay, da geht was.
Und der möchte sich einfach schmücken. Deswegen würde ich schon sagen, dass Leipzig hier volle Kanne drauf geht und viele Tore versucht zu schießen und einfach mal den ganzen Frust von der Bundesliga und Champions League mal rausschießt. Deswegen Leipzig minus 3, Asien Handicap gibt eine 3,12er-Quote. Ist wirklich tricky. Dennoch für mich eigentlich spielbar, da Leipzig hier ewig viel nachzuholen hat und die müssen jetzt auch mal hohe Kanten gewinnen. Ist einfach so. Und als Ergebnistipp würde ich sagen mindestens 4-0 für Leipzig. Dann haben wir Hoffenheim gegen Freiburg, wieder ein Bundesliga-Duell. Die Hinrunde war es ja ein 1-1 zur Halbzeit zwischen den beiden Mannschaften. Und beide Teams sind sehr offensiv starke Mannschaften. Warum ich das mit Halbzeit genannt habe, weil wir hier eine Halbzeitwette mitnehmen, Ober 1,5, gibt eine 2,45er-Quote und beide Mannschaften spielen von Minute 1 an offensiv auf den Sieg, dass sie die erste Halbzeit schon klar machen für sich. Und ich glaube schon, dass wir hier mindestens zwei Buden zur ersten Halbzeit sehen. Als Ergebnistipp würde ich hier sagen 2-2 und Hoffenheim wird das dann irgendwie dann auch packen, weiterzukommen, eventuell eine Verlängerung oder in Elfmeterschießen. Und Freiburg wird dann hier die Reise beenden. Aber die 1,5er zur Halbzeit nehmen wir definitiv mit. Und als letztes haben wir auch wieder ein Bundesliga-Duell, Hertha gegen Union. Die zwei Berliner dürfen mal wieder ran. Hertha spielt zu Hause ganz ordentlich, muss man dazu sagen, auch wenn Union hier gerade als Favorit dargestellt wird, glaube ich schon, dass Hertha ganz realistische Chancen hat. Wird nicht so deutlich wie in der Hinrunde gegen Union, wo die 2-0 verloren haben, da Union auch auswärts gerade mal 2 Spiele gewonnen hat in der Hinrunde und seit 4 Spielen zwar ungeschlagen ist, Union Berlin, aber dennoch glaube ich, dass die Hertha hier ein Wörtchen mitsprechen möchten, da die zu Hause auch einfach mal ihre Punkte da behalten in der Liga und ich denke mal, dass sie auch die zu Hause hier versuchen weiterzukommen. Ist ein typischer Live-Wette, ich würde hier live einsteigen, vorher keine Wette abschließen und als Ergebnis würde hier 2-2 und Hertha setzt sich dann irgendwie durch. Ja, hier seht ihr auch mal alle Spiele zusammen. Viel Spaß mit dem DFB-Pokalwoche. Haut da rein, euer Guru. Bis zum nächsten Mal. Ciao.